jetzt auch nicht, warum ich da nicht geschossen habe und sondern nur so einen Quatsch getan habe, gemacht habe. Aber egal, das bügeln wir jetzt aus. Dieses Problem, hopp. Das war echt nicht gut. Naja. Müssen wir nochmal üben, gell? Oder machst du deinen Typen wach, deinen Kollegen? Ich hab hier einen Bewusstlosen. Alles klar. Wo rennt der hin? Gibt der Alarm? Irgendwer rum. Okay, solange die auf der Suche sind, dürfte ich eigentlich safe sein, um das Ding zu hacken. Versuchen wir es einfach einmal. Zugriff gewählt. Fuck, die haben mich gesehen. Okay, das war auch nix. Das war auch nix. Diese Ungeduld von mir, ne? So. Ich hatte halt nicht die Situation, dass da zwei Typen sind. Deswegen muss ich mich erst dran gewöhnen, wie das geht. So, von wegen erhöhte Schwierigkeit und so, ne? Vorbei. Hopp. Hopp. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, der geht jetzt auf Patrouille, ne? Ja. Dann kann ich den auch so ausschalten. Oder das zumindest versuchen. Sicherheitsrisiko, dass den niemand entdeckt. Komm mit. Wir lassen dich mal hier liegen. Da störst du nicht. So. Dann kann ich mir nämlich den da auch noch vorknüpfen.
Und wenn er es jetzt verbasselt hat, sich auszuloggen. Nee. War wohl noch so eingestellt, dass er sich ausloggen kann. Okay. Dann werde ich mich jetzt aber trotzdem gleich darum kümmern. Jetzt will ich nur mal schauen, ob es was gibt, was ich wegschmeiße. Na gut, schmeiße ich jetzt einmal Pistolenmenü weg. Für die Schockgranate. Jetzt habe ich auf jeden Fall niemanden mehr, der beobachtet, wie ich hier dran arbeite. Deswegen kann ich jetzt in Ruhe herumhacken. Dem jetzt endlich wieder eingefallen war, wie der Schmonsens geht. Zugriff. Tata! So, Kamera aus. Und Geschütz deaktiviert. Damit ich das Problem jetzt gleich nicht habe. Jetzt muss ich nur noch hier die Treppe hochkommen. Dann machen wir gleich ein Doppel-K.O. mit euch zwei. Da gehen wir aber ein bisschen außen rum, weil sonst bemerken die mich gleich. Das will ich. Ups! Scheiße! Ach man! Das hatte ich so gut vorbereitet. Da ist nichts. Okay. Geh bitte wieder in deine Position zurück. Danke. Ich habe vergessen, dass ich hätte in die Hocke gehen müssen. Weil Adam gerne mal aufrecht bleibt. Bitte lass es gut gehen. Ja. Okay, netter Grafikglitch. Ja! Ja! Ich bin durch die Wand gekommen, alles klar. Ach, ich liebe dich manchmal für deinen Glitchen. Spiel und gern Kirby. Macht auch so einen Quatsch. Okay, jetzt haben wir aber kein Problem mehr, um uns hier reinzuhacken. Um das vorletzte Kapitel dann zu starten. Da sind wir nämlich kurz davor. Aber ich musste halt erst Vorarbeit leisten. Zugriff gewährt. Na geht's. Jetzt können wir uns noch kurz hier umschauen. Noch ein paar Sachen mit auf den Weg nehmen. Mal schauen, was es hier Feines gibt. La la la. Ist gar nichts mitkriegt hier. Zugriff gewährt. Das Antivirus-System. Gut. Braucht man nicht unbedingt, aber EP sind EP, oder? So. Das hier muss ich noch. Das Tolle ist, dass das hier so verdunkelte, abgeschottete Zimmer sind. Dadurch kriegen die nicht mit, dass ich hier rummache. Ah, komm schon, Crap, ey. Zugriff gewährt. So, scheiß Job. Alles klar. Der ist hier reingeglitscht. What the fuck? Oh, nein. Nein. Da muss ich das platzieren, aber ich will kurz noch vorher an diesen PC. Und so wie wir ein Tonks-Paket platzieren, schließen wir das drittletzte Kapitel ab dieses Spiels. Wurde mal lange Zeit, ne? So lang wie das jetzt. Bestimmt November oder so, wenn das online geht hier. Obwohl, es könnte auch Oktober sein. Ah, du fucking das Gerät, ey. Wollt sie nicht? Umspringen. Okay. Scheiße. Ich
Das Ablenkungsmanöver war also nicht nur für mich, oder Tang? Richard, ich bin mal eine Weile nicht erreichbar, Dauer unbestimmt. Wieso? Was haben Sie vor, Jensen? Ich folge einer Spur. Und wo genau führt diese Spur Sie hin? Wieder! Schaffen Sie das Zeug vom Feuer weg! Wir rücken jetzt ab! Antworten Sie, Jensen! Wohin gehen Sie? Wenn ich das wüsste, Richard. Wenn ich das wüsste. So, damit hätten wir das geschafft. Tong ist schon ein Babsack. Und ja, das vorletzte Kapitel von Deus Ex Human Revolution beginnt! Dann wollen wir mal sehen, wie ich mich anstellen werde. Weil das hat's nochmal in sich. Einige Tage später. Übrigens, zwischen der Situation eben in Hengxia und dem hier spielt der DLC. Aber ich werde den jetzt nicht gleich am Anfang spielen. Ich würde mir überlegen, wann ich den DLC mal spiele dazu. Oder ob ich ihn überhaupt spiele. Weil ich finde, in sich ist das schon ein sehr gutes, abgeschlossenes Spiel. Den braucht man nicht unbedingt. Obwohl der DLC nicht schlecht ist. Da fällt mir ein, ich müsste auch mal eine Top 10 machen. Vielleicht habe ich ja schon gemacht zu dem Zeitpunkt. Für DLCs. Sind Sie zufällig noch da? Jensen, mein Gott. Sie waren tagelang offline. Wo zum Teufel stecken Sie? Ich hatte gehofft, das könnten Sie mir sagen. Ich pinge Sie jetzt an. Sie sind in Singapur. Okay. Da stimmt was nicht, Jensen. Ich habe Sie angepingt und eine Sekunde später war Ihr GPL-Signal weg. Als wären Sie in einem schwarzen Loch verschwunden. Muss ein Störsender sein. Offensichtlich. Wenn Sie ihn finden und abschalten, kann ich Ihre Spur verfolgen und Sie enger an die Leine nehmen. Ich habe Wichtigeres zu tun, als Ihnen zu helfen, mich zu überwachen. Wenn Megan und Ihr Team hier sind, darf ich keine Zeit vergeuden. Zugriff gewährt. Und genau das machen wir. Also, willkommen in Singapur. War hier irgendwas Nützvolles drin? Nee. Dies ist ein Hochsicherheitssystem, was wir hier umgehen müssen teilweise. Und wir müssen Megan Reed und ihr Team wiederfinden. Und ich sag euch, ich finde, das ist eigentlich der schwerste Abschnitt. Okay, die haben mich. Oh, wieso haben die mich denn gesehen? Das gibt's doch nicht. Da habe ich mir Mühe gegeben, nicht gesehen zu werden. Nee, so geht das nicht.